Also es gab kein Talar, es gab keine Liturgie, keine Orgel und sowas. Wir haben eine Band gehabt und das war eben schon anziehend. Banjo, Waschbrett, für Schlagzeug haben wir kein Geld gehabt und in der Kirche ist ein Schlagzeug sowieso sinnlos, weil das im Fluss hallt und mulmt. Also war schon mal witzig, wenn der Mensch seine Waschbrett. Und da hat das den Grundrhythmus geliefert. Banjo, Waschbrett, Gitarre und eine Bassgitarre. So. Also das war schon mal eine Skiffle-Musik nennt man das. Das war nur schon was Besonderes. Ne? Die nächste Besonderheit war, dass ich in dem Gottesdienst, in jedem Gottesdienst, einen Liedermacher hatte. Also alle möglichen Liedermacher aus der DDR. Wir wurden dann wie so eine Drehscheibe für die ganze Liedermacherbewegung. Wenn sie Christen waren, hatten die eine Chance, im Gottesdienst mal 25 Minuten ihre Lieder vorzutragen. So dass man als Gottesdiensthörer auch jeden Mal im Gottesdienst so was Besonderes erleben konnte. So, und die Hauptsache ist natürlich die Predigt gewesen. Das war einfach der Mittelpunkt des Ganzen. Und also alle diese Momente haben aber zusammengespielt. Aber sie waren alle nicht irgendwie entscheidend. Ich meine, die Musik, wissen Sie, ich habe damals gedacht, das geht vielleicht 2 Jahre lang. Und dann ist das abgeleiert, weil die jungen Leute ja dauernd ihren Musikstil ändern und da haben die kein Interesse dran. Wir haben das über 30 Jahre haben wir das gemacht, mit dieser Musik, mit dieser Band. Also, das hatte sich eben dann gar nicht abgenutzt. Ne? Ja, und das hat alles irgendwie zusammengespielt. Alles musste völlig klar, durchsichtig sein. Ich habe nie irgendwas vorausgesetzt und habe alles, Fremdworte oder theologische Begriffe, alles erklärt und umgesetzt. Also ich will das mal an der Kollekte deutlich machen. Wir haben jedes Mal Kollekte gesammelt und das hat mir eine große Mühe gemacht, das vorher alles zu recherchieren. Wir haben immer so einen missionarisch-sozialen Zweck gehabt. Also meinetwegen für Behindertenheim haben wir mal einen Kran gesammelt, damit die Kran fahren können, weil das an einem See war, oder für Altersheim eben eine Waschmaschine und einen Fernseher und so. Das wurde alles genau begründet, wurde alles genau erklärt, bis hin zu dem, was es kostet. Und da wusste jeder genau, wofür das ist. Also nicht wie das sonst in der Kirche ist, wir sammeln da und dafür einen fröhlichen Gerhard Gott lieb und so, sondern das wurde genau erklärt. Die höchste Kollekte, die waren mal 11.000 Mark. Wir haben einen ganzen Trabanten zusammengekriegt. Und das waren ja alles junge Leute. Ne? Das waren 3.000 junge Leute, die ihre Taschengelder bezogen. Weiter war es ja nichts. Das heißt, Sie hatten regelmäßig 3.000 Leute? Ja. Das muss ja eine große Kirche auch gewesen sein, Das ne? war. Denn wir haben dann zweimal hintereinander Gottesdienst halten müssen. Und das dann immer am Das jeden war zweiten der Sonntag. zweite Sonntag im Monat war Jugendgottesdienst. Und das wusste jeder. Wir haben ja keine Werbung machen können und gar nicht. Und aber durch die Kontinuität, das hat sich eingeprägt, am zweiten Sonntag im Monat gehen wir zum Theo-Gottesdienst nach Karl-Marx-Stadt. Und da sind dann auch Leute aus der ganzen DDR hingekommen? Naja, die kamen dann, wissen Sie, weil das eben wie so eine Art Modellfall gewesen ist. Das hatte sich dann rumgesprochen, die kamen von sonst wo. Natürlich, das meiste war hier Chemnitz, das Erzgebirge und so. Aber die kamen auch manchmal aus Thüringen gucken und so. Ja. Ich habe jetzt gerade hier einen kennengelernt. Ja. Die sind gekommen, haben dann von da an das Modell übernommen und so. Das hat sich ja dann ausgebreitet.